Ah, Christian, ist dein Arm auch so gebrochen wie meiner? Leider ja, hier. Ich bin doch von der Wand geballert. Ja, nachdem wir uns hier von Geraldine in der Pokémon Schwarz-Weiß Zolling durch die Arena haben schießen lassen. Sie immer noch nicht dafür angezeigt wurde. Zahlen wir jetzt alles zurück. Genau, ich mach das mit Arlong. Okay, ich hab mit Ice Ice Baby. So, hi. Na, Kanonen? Ganze hoffentlich. Jetzt. Ich hab nichts verstanden, Gerald, aber alles okay. Was glaubst du, wäre der Spitzname von Geraldine? Wenn man so befreundet mit der ist. Wie würde sie da, wie wäre ihr Rufname? Gerard? Oder G? G. G to the Dean. G to the Dean, ey. Überbrückung. So, sie fängt bei mir mit Lepumentas an. Ich bleib mal mit Ice Ice Baby drin. Er macht erstmal Krafttrick. Oder er ist schneller, das würde mir schon mal nicht gefallen. Ich hab Angst. Warum? Erste Runde Drachentanz. I. Oh yes, Eissturm hat zu meinem Gunsten gewirkt. 35. Okay, Lepumentas ist down. Ich weiß nicht, ob ich mir Arlong jetzt mehr erlauben kann, drin zu bleiben, ehrlich gesagt. Allerdings, wenn ich wechsle und noch ein Drachentanz kommt, bin ich richtig am Arsch. Ich bleib das drin. Stimmt. Nebenbei, zweites Pokémon, Sandan. Einfach nur für den Kampfeswillen. Kannst du da als drittes noch irgendwie ein cooles Ding haben? Ich bin übrigens schneller gewesen nach dem Drachentanz. Noch alles klar. Wett? Okay. Yo, okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Was denn? Moment. Ich habe gerade einen Gegner, der eigentlich mein fast komplettes Team auskontert. Vom Typ her. Welches? Mamutel. Oh. Eis ist effektiv gegen Gaia und Tiki. Boden ist effektiv gegen Cooking Bar und Helga. Ice Ice Baby ist das Einzige, was nicht sehr effektiv getroffen wird. Ganz nebenbei, Geraldine hat sogar tatsächlich ein Team, was einen Arenaleiter vom Typ Drache hätte haben können. Scharfax, Knackrack und Libeldra. Ui. Knackrack wurde aber geflincht, von Eiszahn und Libeldra ist One-Hit und ich bin durch, weil Arlong OP ist. So, jetzt ist die Frage. Das war kein Wow. Jetzt frage ich mich gerade, was hat Ice Ice Baby nochmal für eine Fähigkeit? Guck mal, ja, Leute, da wird es spannender. Er hat mir gerade einen Hagel gemacht, der mich jede Runde heilt. Das finde ich echt nett. Das nimmt man doch gern an, oder? Na dann noch eine Lehmbrühe. Was kommt? Ach, natürlich hat sie einen Hypertrank. Hätte ich einen Eissturm machen können, dann wäre ich schneller gewesen. Wobei dann wiederum... Er kann auch Speckschicht haben, ne? Mamutel? Hilft wahrscheinlich Eis nicht so viel. Mamutel Speckschicht? Oder? Hat Mamutel Speckschicht? Ja, klar. Meistens sogar. Oder dieses andere da, dieses... Heißt es Dösigkeit? Ich glaube, es heißt Dösigkeit, ja. Oh nein, ich habe mir Schaden gemacht, nachdem sie einen Trank benutzt hat. Wie kann das nur sein? Was? Hatte Markus etwa? Nein, hat er nicht. Wow, nein. Diese zwei Runden waren gerade wunderschön. Lehmbrühe ging daneben. Bodycheck ging daneben. Lehmbrühe ging daneben. Bodycheck ging daneben. Die große Frage, die wir uns stellen, Jan. Ja. Warum Toast? Weil ich gerade gewonnen habe. Sehr gut, aber warum spricht man kein Brot aus, sondern einen Toast? Weil Toast lecker ist als Brot? Vielen bin. Du, meine nicht wir Häuschen. Hier, Pokémon. Meine nicht wir Häuschen. Das klingt auch wieder wie was, wie irgendeine zwielichte Einladung. Wir Häuschen, meine Pokémon. Das ist der sechste Orden! Yeah! Ja! Komm, gib mir eine scheiß TM. Gib mir eine spezielle TM. Was kriegt man überhaupt von der EOS? Contest, Pokémon und grandiosen diese. Ja, also, gut. Was hast du bekommen? Synthese, Akrobatik war, stimmt. Ja, ich habe Bergsturm bekommen. Oh. Die Sache ist, dass da es Akrobatik ist, wirst du wahrscheinlich keins meiner Pokémon lernen können, außer Xatu. Ich wollte sagen, Xatu wahrscheinlich. Ja. Oh, jetzt werden wir der ganze Anfang Beine gebrochen, erstmal Schädeltrauma. Wenn gleiche aus Ach als nach glaubte von ja, sie.
Da beiße ich mir so fest auf die Zähne, dass sie zersplittern in 1000 Teile. Verlass mal die Arena. Kommt nicht hier sogar N jetzt gleich? Ja. Weil ich meine, der will auch nur labern. Wäre auch ziemlich gemein, nach einer Arena zu kämpfen. So, Herr Trainer, jetzt wird es bekommen. Geht nach der Arzt-Trainer. Dieser Herr verlässt hervorragend. Das ist also vorne. Du bist verschwunden. Du bist der Einzige, der das Ressort hat. Lass mich deinen Pokémon sprechen. Pokémon will mit mir sprechen. Pokémon lügen mich niemals. Okay, Gelatino. Ja, erzähl doch mal. Was bleibt für ein Trainer? Warte mal. Tohaido, erzähl doch mal. Was ist denn bleibt für ein Trainer? Weil die Schnauze, Mann! Verstehe. Black ist ein Aventino geboren. Aufweis. Hab ich nicht gesagt, Mann! Okay. Dann lief es mit Pokémon Pokédex Anlass, der andere Reise und die Welt auch zu erkunden. Ach man, das ist vertraut voll ganz, das fällt mir Scheiß vom Herzen. Was, wenn man da jetzt aber ein Pokémon hat, was sich einfach abgrundtief hasst? Und dann sagt er so, es vertraut dir vom ganzen Herzen. Ich wollte sagen, es kann ja durchaus sein. Und das Pokémon steht dann daneben und ist so, hä? Das hab ich nicht gedacht, was laberst du? Wenn du alle Pokémon Pokémon Eindruck sehr verdorrt, Pokémon mit gar nicht so frei, da Pokémon mit Pokémon leuchtender Zug auf Glöffel der Glückseligkeit. Oh, geht's jetzt und Team Plasma. Zwei Steine mit Gewalt, Licht und Dunkel. Ah, legendäre Pokémon als stämmliche Hülle und Wurzel, Stein und Geburt des Helden und dann in Schlaf. Und ich, der Drachen-Pokémon aus dem Panzer und Leben ins Zurückgerufen, mein Freund werden. Oh, auf diese Weise wird die ganze Welt und Helden. Kaum ist Welt in Glück und Gewaltlosigkeit, und wenn Dinge und Gewalt und Sucht und Gegner zwangsläufig auf den Plan und Leid tragen, letztlich Schuld und unschuldige Trainer und Pokémon. Und Pokémon, Kinder und Welt und Lebewesen und alle Achtung betrachten. Und ich denke mir nur so, cool Story, Bro. Ja, klar, mit zerreißt er jetzt wirklich förmlich vom Plänen und vom Dame Trainer wirklich dran zu müssen. Tschüss. Ich hab Magnetbombe tatsächlich gefunden als TM. Hier gerade auf der Strecke? Ja, das war Eroas. Wo war das denn? Mal irgendwo unten links, ne? Du musst aber erst zu dem kleinen Jungen gehen ins Haus. Und mit dem reden. Ah, gut. Denn sonst sagt er dir nicht, dass da was liegt. Und wir wissen ja alles, in Videospielen existiert etwas nicht. Solange man noch nichts davon weiß. Ich muss ja erst den Switch umlegen, dass da was ist. Ach, Magnetbombe ist eine physische Attacke, das ist ja Schleiße. Schleiße? Schleiße. Was ist ein Verschleiß, ey. Jan, ich habe einen Plan. Ja? Lass uns doch jetzt mal ins Pokémon Center gehen und überlegen, was für ein sechstes Pokémon mit reinnehmen, von denen wir haben. Ich habe Übernahme gefunden. Damit kannst du immerhin die Macht übernehmen. Präsident der USA wäre ich damit trotzdem leider nicht. Es war leider eine offensive Aktion und keine defensive. Wow, Jan, wow. Ja? Okay, ich gebe deine Pokémon für einen Moment in Obhut. So. Was machen wir jetzt? Wen nehmen wir ins Team mit rein, ist die Frage. Genau. Also, ich habe schon was gesehen, was ich mir in Erwägung ziehen würde. Beziehungsweise mehrere. Ninjask wäre wieder cool, aber ich weiß nicht, mit wem das verbunden war. Arbok. Okay, was willst du denn? Frage ich mal so. Ich guck sofort. Ich will nur eher mal schnell schauen, wer theoretisch alles Bergsturm lernen könnte, weil ist prinzipiell schon eine coole Attacke. Capoeira würde ich auch gerne mitnehmen. So, Bergsturm kann gar keiner lernen in meinem Team. Das ist doch immerhin auch was. Hätte auch schlimmer sein können. Yes. Hätte keiner auf der Welt lernen können. Yes. So, was hätte ich denn in meinem Team, was richtig cool wäre? Ich hätte zwei Ditten. Ein bisschen mit Hypnomorba und mit Knogger sind die beiden Ditten. Also Staravia würde ich immer cool finden. Ist verbunden mit? Ich glaube mit Mewtwo. Aber ich glaube, der Mewtwo kann da doch noch keine guten Attacken, ne? Oder Staravia mit Mewtwo. Hier ist Capoeira verbunden. Capoeira mit Picochilla. Ja, okay. Tentantel wäre auch cool. Das ist bei dir mit Gengar verbunden. Ich kann ja mal. Lernt Gengar nicht bei dir sogar jetzt eigentlich bald sogar eine ordentliche Attacke? Stimmt. Dann können wir Gengar eh nehmen, weil ich Gengar sollte auch. Ansonsten. Glutexo, Voltenso würde ich auch nehmen. Ne, ich habe jetzt Gengar mal genommen. Also damit bin ich. Okay, das heißt. Einverstanden. Tentantel und Gengar sind jetzt neu im Team. Kann nämlich Dracometeor lernen, hey! Ja, wie gut. Alle. Kann zufällig Tentantel Bergsturm lernen? Nicht, dass es irgendwie lernen konnte, aber. Akrobatik Tentantel, wer kennt es nicht? Ja. Ich guck mal eben durch, was ich so finde. Kann Tentantel Pflücker? Könnte er sogar wirklich. Andere Frage erstmal. Wie sind so die Werte von Tentantel? Drachenwut ist eine spezielle Attacke. Okay.
Nicht, dass es irgendeine Form der Relevanz hätte, aber es ist so. Okay, Tentakel ist physisch ausgelegt. Ja, vielleicht der Pflücker gar nicht mal so schlecht darauf. Gefühlt mein halbes Team kann Pflücker einfach mal. Einfach weil. So, Schusswalzer. Eine Attacke, die ich nie in einer Nasloch benutzen würde. Ja, Gengar lernt leider nichts von meinen speziellen Moves, Leute. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch Level 20, das heißt, ich werde mich hüten, es zu benutzen. Ja. Aber es lernt auf Level 33, glaube ich, Spukball. Und da das Level Cap jetzt endlich angehoben wurde, kann Gengar auch nützlich verwendet werden. Ein Applaus für Gengar, aber nur zweimal. Yay! Was eine Schwarte einmal war eigentlich schon fünfmal zu viel. Warte mal, das ergab keinen Sinn. So, ich habe jetzt Tentakel noch Pflücker und Donnerschlag beigebracht. Das sind doch coole Sachen. Toller Schlag. Ja. Oh Gott, ist das in Schwarz-Weiß 2 ist doch hier. Oh, what? Ja? Ich habe gerade eine TM geschenkt bekommen, einfach so, das war Schocksamen. Das ist eine gute Attacke, ne? Ja. Ist das nicht die... Vor allem ist es eigentlich Ladestrahl, das heißt, das kann, glaube ich, auch... Warum kannst du das nicht lernen, Gengar? Aber Dark... Oh, shit, Darkrai mit Schocksamen und Dracometer, OP. Instant Broken. Yo! Moment! Ist das die Attacke, die ich glaube, dass es ist? Schocksamen? Nee, die ich gerade bekommen habe. Ah, schade. Das wäre so geil gewesen. Ich habe Frostvolt bekommen. Sehr nice. Aber leider ist es die du aufladen musst. Ich habe gerade irgendwie an eine von den beiden Special-Attacken gedacht, aber das kann sowieso keiner lernen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich Schocksamen noch irgendjemandem beibringe. Ich glaube auf Talmos. So. Auf Talmos und Lunatic. Ja, Leute. Klingt auf jeden Fall ganz cool bei dir. Schöne Sache, da endlich mal spezielle Attacken, die langsam in meinen Move-Pool kommen. Das Schöne ist, meine Pokémon können kaum Attacken, die sie eigentlich können, einfach weil ich so gute TMs finde. Ja, kenne ich irgendwo, ja. Ja, so, jetzt wollen wir mal die ganzen Trainer noch nachholen, würde ich sagen. Ja, aber erst möchte ich, dass du uns eine Geschichte erzählst, und zwar die Geschichte, wie du damals überhaupt die Würstchenbude bekommen hast. Oh, das ist eine alte Geschichte. Eine lange Geschichte, eine alte Geschichte, aber Jan kann es auf die wichtigsten Details kürzen, dass sie nicht länger als eine Minute ist. 1, 2, 3, go! Jo, das war damals, als ich nach einem Ort gesucht habe, wo ich bleiben kann, denn ich bin ja ausgewandert aus Durpinston. Und dann bin ich halt hier in Deutschland gelandet und dachte mir, okay, irgendwie musst du hier an Arbeit kommen. Dachte mir, hey, eine Würstchenbude ist eigentlich genau das, was ich mein Leben lang schon immer machen wollte, weil ich doch gut auf Würstchen stehe. Dementsprechend habe ich dann geguckt. Und dann fand ich gerade so die Anzeige, Würstchenbude zu verschenken. Ganz kurz, bevor wir das jetzt, stimmt aber wirklich, Jan steht gerade in diesem Moment auf Würstchen. Ja. Also. Und, genau in dem Moment, als ich gerade das annehmen wollte, kam auch Christian da an und sagte, hey, ich stehe auch mein Leben lang schon auf Würstchen. Ich will auch diese Würstchenbude haben. Und da haben wir uns kennengelernt und gesagt, okay, die Würstchenbude, die gehört uns beiden. Und genau. So haben wir die Würstchenbude eröffnet. Und das war so cool, dass Jan danach Millionär wurde. Und dann hat er gesagt, ich habe keinen Bock, Millionär zu sein, und hat das ganze Geld verbrannt. Naja, irgendwie mussten wir auch unsere Würstchen beheizen und braten, ne? Und anfangs haben wir doch kein Geld für Kohle gehabt, also haben wir dieses Geld selbst genommen. Da will ich mal sehen, den Mantu gegen Emolga tauschen, Jan. Kannst du bitte sagen, was für ein Trottel er doch ist? Ein großer. Also ich glaube, so langsam sollte ich anfangen, nicht mehr physisch anzugreifen, nachdem meine Cooking Marsh schon dreimal Charme abbekommen hat. Ich glaube, so ein Antikraft ist da ein bisschen stärker als ein Pflücker. Ein Teenager möchte aufs Maul. Klingt wie der Anfang von irgendeinem Witz, oder? Bei mir klingt er auch gerade aufs Maul. Guck ihm mal, den einfach zerdichtet. Ich korrigiere mich, ich hoffe, er bekommt aufs Maul, denn er schmeißt mir gleich ein Despot da entgegen. Ja, gut. Weißt du, da, man denkt, irgendwann wird es einfach wieder mal ein bisschen chilliger, aber... Und Spiel so nö. Kein Schild für mich, aber das ist okay. Ich habe ja. Das sind zwar starke Pokémon immer, die mir dann entgegengeworfen werden, aber ich habe auch dafür immer wirklich richtig gute Antworten parat. Also ist es eher so halb dramatisch. Das ist doch immer etwas. Es ist eher der Schock, der immer ein bisschen tief sitzt. Ich habe eine Draco-Tafel gerade bekommen.
Jan. Ja. Ich bin doch der mit den Tafeln. Vielleicht findest du jetzt ein Modul dafür. Oh! Für was? Ja. Für Module gibt's eigentlich alles? Alles? Für alle Typen? Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Irgendwas sagt mir, es waren nur 5, aber wahrscheinlich waren es doch alle Typen, oder? Ich meine, es sind sogar nur 4. Maximal. Feuer. Wasser, Eis. Irgendwas in der Richtung? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eigentlich super dämlich, weil es auch Donnerblitz lernt und so. Und ja. Eisstrahl. Lernt es sogar Flammenwurf. Ist die Attacke wenigstens stärker? Ja, aber dafür musst du halt ein Item auswählen. Ich wollte gerade sagen, dafür musst du ein Item opfern, um das dann dafür zu nehmen. Ha, Strepoli vergiftet. Gibt der eventuell sogar einem Gift? Rihonio Despotor Stulunio, Jan. Was Los, passt Mann. Nicht dazu? Ich würde sagen, Despotor. Oh, Furienschlag auf meinen Beulenhelm. Das willst du nicht, mein Freund. Out. Ja, komm, weh? Treff mich 5-mal. Also hallo, Flambirex. Wow. Also er hat mich mit 4 Treffern, mit 4 Treffern hat er dich fast selbst gekillt gerade. Sowas ist immer geil. Und jetzt killt er sich selbst. Nice. Was ist eigentlich unser nächstes Level-Cap hier an 10, oder? Das weiß ich nicht. Du-du-dum. Ich finde Helga auch defensiv ist ein unglaublich gutes Pokémon mit dem Giftdorn und dem Giftschleim. Das Problem ist, Jan, wer sagt, dass du nicht genauso defensiv sein kannst? Du brauchst Helga vielleicht gar nicht dafür. Stell mich einfach vor diesem Flambirex und denk mir, hau drauf, es tut eh nicht weh. Komm, schlag härter. Ey, das ist nicht wahr, oder? Was denn? Panzerfossil gefunden. Das Ding, was da im Gras lag? Ja, ist es mein 5. oder mein 6. schon? Mittlerweile schon sein 6. Fossil. Aber meine Gegner hören noch nicht auf mit den Legis. Also, der eine Teenager hat jetzt einen Regirock. Nice. Gibt's ein legendäres Gesteins-Pokémon neben Regirock eigentlich? Mir fällt gerade keins ein. Arceus Gestein ziehe ich jetzt mal nicht mit dazu. Naja, mir spontan aber leider auch nicht. Es gibt aber, glaube ich, immer noch kein legendäres Gift-Pokémon und mit Sonne und Mond wird sich das vielleicht nicht ändern, wie es aussieht. Das wäre echt traurig. Übrigens, ich muss gerade sagen, der Giftdorn von Helga ist echt krass. Der hat sich, glaube ich, bis jetzt bei jedem Pokémon, das sie berührt hat, zu 100% aktiviert. Giftdorn, neues Flammkörper. Das wäre eigentlich richtig cool. Ich finde, Helga sollte Flammkörper haben, einfach weil... Sie brennt halt auf die weißt, Kämpfe. Deswegen Hell gar. Ja, gut. Falls ihr jetzt denkt, das war ein schlechter Wortwitz, Leute. Nein, der Name kommt wirklich daher. Jan hat es ja auch mit 2 L geschrieben, hoffentlich. Ich hoffe es auch. Ich meine ja. Guck mal, da ist ja noch ein Wanderer, den ich übersehen habe links. Möchtest Dann du hauen mal... wir den Wanderer noch um, den Enzo. Jan, möchtest du erklären, woher der Helga überhaupt kommt? Aus deiner allerersten Smaragd Nuzlocke. Und warum haben wir sie Helga genannt? Weißt du es auch doch? Weiß ich gerade gar nicht mehr, warum es Helga war. Finde Stimme. Sehr gut, das war zu offensichtlich. So, Also, ja, kann man machen, aber ein Tarnstein im normalen Playthrough, mein liebes Kiesling, ist nicht unbedingt das Schlauste. Denkst du? Ja. Warte mal, du hast schon irgendeinen Wanderer besiegt? Den Backpacker links. Der nicht im Gras ist. Achso, also gegen den Astrin oben hast du noch nicht gekämpft? Nein. Oh, das ist, Warnung, ein Dreifachkampf. Ah. Sedimanto gegen Emolga tauschen. Es tut mir ein bisschen leid. Wieso? Darkrai, Voltolos und Drifzipli gegen Magby, Panflam und Fukano. Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Ja, man könnte meinen, das wäre ein bisschen unfair im Sinne von, dass ich hart im Nachteil bin. Aber weißt du was, Leute? Ich kämpfe auch, wenn ich eigentlich weit unterlegen bin immer noch. Mal gucken, was er bei mir auspackt. Bam, mal gucken, ob es bei dir ein Reihumkampf ist oder ein Dreifachkampf. Bei mir ist es ein Reihumkampf. Okay, bei mir Reihum. Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen gemein meinerseits. Ey, warte mal, warum... Ja? Oh, ich hasse Reihumkämpfe wegen einer Sache, die ich gerade merke. Ich hatte Schockwelle eingeloggt und drücke einfach A und auf einmal war Fliegen eingeloggt, weil es der erste Move ist. Hm. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich kann leider nicht einfach straight auf das Erdbeben gehen, sehe ich gerade mit Gaia.
weil Helga daneben steht. Ich wollte sagen, ist doch egal, aber ich habe schon wieder vergessen, dass du einen Dreifachkampf hast. Ja. Ah, die Sache ist, ich will jetzt aber auch nicht Dingens drin lassen. Xatu. Dementsprechend muss ich Xatu erstmal auswechseln. Schade, schade. Also ich dachte mir so, geil, Erdbeben, aber nein. Schade, no, Schokolade. No earthquake for me. Das Fukano freut sich voll. Ja, ich werde gegrillt, ich werde gegrillt. Helga schreckt erstmal zurück. So, ich bin fertig und ich glaube, während du kämpfst, gehe ich nochmal zurück und heile mich. Hä? What happened? Hä? Warum? Okay, der Gegner muss irgendwas Saudämliches gemacht haben, ansonsten würde Jan nicht so reagieren. Was ist geschehen? Also, das gegnerische Luxtra hat Funkensprung auf das gegnerische Voltoball gemacht. Und ihm einfach Schaden damit getan. Nochmal, das gegnerische Luxtra hat das Voltoball angegriffen. Luxtra hat das gegnerische Voltoball mit Funkensprung angegriffen. Ich habe gerade überlegt, aber es gibt nichts, was diese Aktion rechtfertigen würde. Nein! Ich lese dieses Schild so lange. Das war ein richtiger KI-Fail, glaube ich, einfach. What the fuck? Hä? Oh Gott, Leute, dieses Grasbüschel da oben. Ich verstehe das nicht. Dieses Grasbüschel, genau dieses hier. Dieses. Ich hatte gerade eine Maus im Bild, Jan, bin ich jetzt unprofessionell? Nur ein bisschen. Ja, ich wollte schon immer unprofessionell sein. Ich fühle mich richtig mies. Oh, geil. Ich ziehe meine Brille ab. Oder ich werde sie nur noch oben legen. Ja, das sieht so aus, wären meine Augenbrauen meine Augen. Das ist auch cool. Meine Brille rutscht langsam wieder runter. Bist du fertig, Jan? Wenn ich das Voltoball da gleich aus dem Weg geräumt habe, ja. Derweil werde ich ein bisschen Musik einspielen. Düt! Wie findet ihr diesen Track? Jetzt muss nur noch Cooking Ma treffen. Wie findest du diesen Track, Jan? Jetzt musst du nur noch Cooking Ma treffen, ne? So heißt das Lied übrigens von Jan. Jetzt müsst du nur noch Cooking Ma treffen. Das ist die neue Hitsingle. Ja. Nur von mir für mich. Das heißt, Jan ist damit auf Platz 1 der Charts gelandet, aber er hat alles selber gekauft. Merke, das war eigentlich ziemlich gefährlich. Das Ding hat meine Verteidigung stark gesenkt von Helga und hätte einfach boomen können. Ah, da wäre bestimmt nichts passiert. Das ist nur ein Voltoball. Ja, gut. Wobei nach einer stark gesenkten Verteidigung. Naja, okay. Ich stehe übrigens oben an dem Steg. Bei der Backpackerin. Vor dem Steg? Genau, so dass ich ein Feld noch unter der Backpackerin stehe. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's ja weiter. Trainer nachholen erstmal hier auf dem Gebiet und im Himmelsturm haben wir auch noch ein paar ausgelassen. Jo. Und dann sind wir endlich wieder up to date und dann geht es bald in den... Wie heißt der dumme Berg nochmal? Inselberg. Oh, ich hasse ihn. Ich auch. Jeder hasst ihn. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.